Jetzt die Frage. Ich möchte das Schlafzimmer eigentlich oben haben, aber ich weiß nicht, wie gut das ist für die Villager. Ob die da drauf klarkommen. Dann hätte ich gesagt, dann lasse ich es einfach da unten. Was hast du denn jetzt? Wie, du bist jetzt arbeitslos? Fauler Hund, du. Geh mal raus in die frische Luft. Ganzen Tag nur im Haus. Jetzt geh mal raus da. Nee, du musst da nicht hoch. Ich bereue es jetzt schon, dass ich den Gold habe, ne? Dabei rein theoretisch könnte ich ja dennoch hier rein theoretisch ein Badezimmer platzieren. Oh, die Fackeln müssen ja noch bleiben. Also da könnte zum Beispiel ein Badezimmer rein. Aber was ich jetzt nicht weiß, ob das reicht. Was gibt's denn da alles? Okay, Urinal brauchen wir nicht. Third Path ist natürlich nice. Also eine Dusche gibt's. Klo. Dusche. Spüle. Handtuchhalter. Klo, Badewanne, Waschmaschine, Waschmaschine safe, ein Spiegel ist das wahrscheinlich, ne? Ja, okay, dann ist es gar nicht so viel. Also rein theoretisch könnte ich dann ja hier ein Badezimmer reinbekommen. Okay, dann kommt da das Badezimmer rein. Und mache hier okay, das funktioniert rein theoretisch nicht. Belege nämlich. Irgendwo brauche ich auch eine Treppe. Da kriege ich aber so keine Treppe reingebaut. Zumindest nicht so, wie ich es möchte. Aber am besten eignet sich, wenn hier die Treppe hochgeht. Entweder so oder so, aber ich glaube, ich bevorzuge dann so. Eindeutig könnte man sie auch steil hochgehen lassen. Ah. Ja, weißt du was, dann machen wir das trotzdem so. Ist da das Treppenhaus? Sozusagen, der kleine Gang. Und hier ist das Wohnzimmer. Und wir machen hier die Küche hin. Das könnte man tun. Das bleibt der Eingangsbereich, das passt. Da machen wir eine Garderobe draus. Können wir dann die ganzen Hüte in eine Kiste packen, beziehungsweise ein Fass oder wie auch immer wir das gestalten. Genau, dann haben wir hier Wohnzimmer mit so einem kleinen Raum, wo man so kleine Kuschelecke oder sowas anmachen kann. Und dann geht's halt hoch. Warum auch immer Edgar da hoch will. Du hast hier oben nichts zu suchen. So gut, da müssen wir halt dann schauen, wie wir es mit dem Dach machen. Aber oben kommt dann das Lager hin. Möchte ja eigentlich schon schaffen, auch da das Schlafzimmer mit reinzubringen. Lager, Schlafzimmer und diese ganzen sowas wie Blood Magic, also hier Evilcraft, vielleicht Vampirism. Und rein theoretisch kann man auch noch einen Keller bauen, um das rein zu platzieren. Aber oben kommt auf jeden Fall mal Lager hin mit Nether, mit dem Verzauberungstisch. Bisschen wie eine Art Bücherei würde ich das, glaube ich, bauen wollen.
Mit Schlafzimmer. Schlafecke, genau. Die Frage haben wir. Bett, Megabett. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich auch nicht drauf drücken. Kann ich mir auch nicht anzeigen lassen, wie ich es crafte. Bett gibt's dann nur die Standard, oder was? Wäre aber weird. Ich habe so viel Furniture drin. Allein was wir hier schon noch haben. Wir haben hier die Sofas wieder. Sehr viele Stühle. Ofen, Kühlschrank. Poster. TV hier. LED Screen TV. Also da können wir schon sehr viel machen. Wir haben auch für draußen für den Garten rein theoretisch noch. Vielleicht wollen wir auch einen Garten noch machen. Könnte man überlegen, ob wir dann hier draußen so eine Gartentür einbauen. Rein theoretisch. Und dann machen wir hier so einen kleinen Garten noch dazu. Das wäre halt schon creepy. Aber wäre halt auch irgendwie passend. Ein bisschen die Nachtgästle, Lampen, Bänke für draußen, Fensterläden. Was auch sehr cool ist. Ich glaube, ich möchte Vorhänge. Schoollocker, da, das ist das, was ich meine. Was ist das hier? Megatable. Furniture Mod. Furniture Mod hat reingeschissen, glaube ich. Generator. Bench. Workbench. Da brauchen wir einen. Geht aber auch. Können wir den Generator bauen? Haben wir noch mehr Sofas? Die sind sogar noch mal besser. Fans. Also können wir wirklich sehr, sehr viel machen. Hier, Kitchen. Ne, das wäre cool. Wie machen wir den Kitchen Raw? Okay. Gibt's kein Rezept für das? Oh, das muss man sogar an dieser Workbench machen. Das ist cool. Oh, ich will den schwarzen Kühlschrank. 100 Pro. Mikrowelle. Ofen. Hey, das gibt so viel Zeug, Leute. Ja, aber ich muss da unbedingt mehr, also das kann ich nicht in den Folgen mit euch machen. Hier hätten wir rein theoretisch auch noch Toiletten, aber ich möchte, glaube ich, da den anderen nehmen. Für Hedge, Zäune, was wir alles haben. Da ist sehr, sehr viel drin, aber ich werde das Ganze mir mal aufschreiben und so ein bisschen skizzieren, wo das alles hingehört dann. Weil, wie gesagt, in der Folge, da suchst du dich dumm und dämlich und hörst nicht mehr auf und weißt nicht mehr, was du brauchst. Was bist du denn jetzt? Fischer, warum siehst du denn hier körmisch jetzt alles? Warum ist da ein Fisch an deinem Bein? Digga, da nuckelt ein Fisch an deinem Bein. Hm, Umarmung. Wer mag keine Umarmungen? Mein Gott, ihr mögt mich alle nicht. Hä, wieso habe ich kein Essen mehr, hallo? Ich esse mir mal die Äpfel. Hi. Ja, wollte nicht mit dir reden, sorry. Okay. Was brauchen wir aber jetzt? Glaub, ich nehme jetzt in Zukunft das Bett und ihr könnt das nehmen. Habt ihr schon verstanden? Ist okay. Kommt drüber hinweg. Denke ich. Ja gut, das ist halt die Frage, ne? Was machen wir als nächstes? Was können wir gerade machen? Was möchte ich machen? Ich möchte zumindest, auch wenn wir... Das ist auch doof.
Ich weiß halt nicht, inwiefern wir das Dach platzieren können, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Egal. Ich glaube, es ist egal. Nein, es ist überhaupt nicht egal. Ich kann gerade einfach nicht richtig weiterarbeiten, wenn ich das nicht habe. Also brauche ich das auf jeden Fall für die nächste. Dann ist mir das alles egal. Pack ich das ganze Zeug mal weg. Wo auch immer ich Platz finde. Und wir gehen weiter auf Erkundung. Wir gehen weiter auf Erkundung und ich möchte ein bisschen weiter wegkommen. Noch mehr Dörfer ist halt auch immer irgendwie dasselbe, ne? Eindeutig ist immer dasselbe. Also das Umfeld, das war mal mein Startdorf, das ich geplant hatte. Das wäre perfekt, also noch perfekter gewesen. Aber da sind halt leider noch normale Glitcher drin. Ja, rein theoretisch sind halt immer nur Dörfer. Also von dem her ist es halt echt langweilig. Ist ein bisschen schade. Sprechen geht mir gerade leider echt die Idee aus. Und wir gehen jetzt mal hier hin. Das ist ein Weizenfeld. Oh. Das ist interessant. Aber auch nichts, was ich brauchen kann. Und warum sollte ich das schöne Weizenfeld kaputt machen? So was meine ich nicht. Eindeutig haben wir auch noch Fortschritte, ne? Aber das bringt mir auch nichts. Learn to fart. Kann ich denn furzen? Warum kann ich furzen? Ist die andere Frage. Wir brauchen halt immer noch einen Exalted Crafter. Und dafür brauchen wir noch den Dust. Und dafür brauchen wir Seek Touch. Schaffe den Wither. Hab jeden Drank gleichzeitig erstmal. Farmers leider mal auch drauf, mit den ganzen Essen kochen, Gravedigger. Discover the truth about the hanging, the dead tree. The dark iron ingot. Woher? Vampirismus. Ein Vampirbuch finden haben wir, aber das habe ich mir nicht angeschaut leider. Ein Blät. Abenteuer. Und das ist ganz normal. Einfach comes alive. Erreiche 200 Herzen in einer Beziehung. Okay. Loben. Händler, genau. Landwirtschaft. Das ist alles nicht das, was ich brauche. Find the Ice Maze Location. Okay, ihr kennt's mich mal. Ihr kennt's mich alle mal. Ich gehe jetzt hier in dieses Eisscheiße-Biom. Jetzt ist vorbei. So, was geht hier eigentlich? Der Aufstand ist auch vorbei. Polizei. Das ist schon wieder so ein Kruzifix-Händler, ne? Jäger-Axt.
Mystisches Feuer. Jäger und die Knoblauchbrot. Knoblauch. Wie alles mit braucht ihr ja nicht, ne, Leute? Darf ja auch kein Jäger sein. Weil ich mir das auch noch nicht angeschaut habe, wie das richtig funktioniert. Was ich jetzt auch mal machen werde. Los, bitte. Hallo. Was haben wir denn hier? Ein Fernrohr. Das ist illegal und das gehört jetzt mir. Knoblauchzerstreuer. Einfach so. Ja, den nehme ich mit. Halten wir uns Vampire fern. Wenn wir das überhaupt wollen, das weiß ich noch gar nicht. Ja, hier gibt's nichts. War es schon wieder? Überlebe ich das? Das ist ja elf Gold. Jägerforschungstisch. Ist mir auch noch unbekannt. Ja, okay, wir müssen unbedingt Fortschritte in den zwei Kategorien machen. Geht so nicht mehr. Ich möchte mehr von diesen Mods noch sehen und erfahren. Ach. Ihr wieder, ha, Leute. Schneeengel. Immerhin sehen wir mal wieder welche. Aber ich krieg sie nicht. Wo bin ich? Warum hat er mich teleportiert? Er hat mir meine Bierspitzhacke genommen. Bin ich hier? Ohne Bierspitzhacke. Beziehungsweise ohne gleich generell Spitzhacke, weil die gleich kaputt geht. Ja, diese Piranhas, Mann. Ich weiß gerade, welche Mod seid ihr? Ah, ihr seid dieser Anomalium-Mod. Ey, das Ding ist vom Deep Dark. Aus dem Deep Dark. Das ist crazy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ew. Ein Kreischer. Ist das ekelhaft. Ein Eisenschwert, hey. Egal, wer das hier oben war. Oh mein, nein. Kann ich nicht mitnehmen. Ich möchte es mitnehmen. Okay, ich meine, du bist hier schon im Jenseits am rumteleportiert werden. Und dann wirst du auch noch so aufgehangen? Ah, weiß ich nicht. So, das Ding nehme ich mal mit. Das ist nämlich meine Chance auf Sick Touch. Pech gehabt. Pech gehabt habe ich. Schade. Oh, aua. Aua, aua. Da ist noch so ein Villager aufgegangen. Ich weiß nicht, ob ich das so schön finden soll. Ich baue den mal, ich muss in die Richtung. Ich erspare mir den Weg. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ein riesiger militärischer Bunker? Vielleicht. Aber was genau bist du? Was war das? Okay, hier gab es ein Massaker. Ein gewaltiges Massaker.
Scientist Body. Ich gehe davon aus, hier haben die Experimente durchgeführt. Und irgendwas ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und hat sich gerecht. Junge, das ist aber mal krass. Ein Schwächetrank, Mann. Ja, rein theoretisch Beobachter, why not? Nicht mit. Broken TV. Wenn ich dich mitnehmen kann. Ich nicht, weil alles aus diesem Mod nicht mitnehmbar ist. Aber das war ja wirklich dann so eine Art Bunker. Rotten Body. Schon sehr cool. Boah. Alter! Wo kommt der Soundeffekt her? That failed experiment. Ew, was soll das gewesen sein? Sly's Body, hier ist auf jeden Fall was ausgebrochen. Hier ist was ausgebrochen, Leute. Oh nein. Ist das widerlich gewesen? Hab ich mich erschrocken, Alter. Geht einfach Glas kaputt. Oder was ist hier passiert? Ja, meine Marine war auch schon da. Hanging Corpse. Das war wahrscheinlich die Hauptschaltung. Federball. Fall 4. Und ein Tier. Wow. Das ist hart crazy. Was ist da drin? Warum seid ihr hier? Junge. Das ist sehr cool. Ich habe jetzt eigentlich einfach damit gehofft, dass irgendwas Fettes jetzt aus einer Tür kommt und mich mitnehmen will.